Hallo und herzlich willkommen bei Fatima Zahra Travel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanaat Fatima Zahra Travel. Laqad wasalna ila at-tariq al-muhit al-atlasi. Wir sind jetzt auf die Atlantikstraße. Die Atlantikstraße auf Norwegisch heißt sie Atlanta Havsvägen und zählt zu den schönsten Straßen der Welt. Sie ist 8274 Meter lang und verbindet Fevang in der Kommune Eide und dem auf einer Insel gelegenen Kavag in der Kommune Averøy. Auch Einheimische fahren gerne zum Angeln dorthin. يسمى الطريق الأطلسي بالنرويجية أتلانتا هافسفيغن وهي واحدة من أجمل الطرق في العالم وهو بطول 8274 متر ويربط فيفانغ في بلدية أيتي وجزيرة كارفاك في بلدية إيفروي السكان المحليين أيضا ترغبوا في الذهاب لصيد الأسماك هناك Auf der Atlantikstraße gibt es auch ein Hostel, das seht ihr jetzt auf der rechten Seite. Man kann dort auch einfach nur duschen oder zum Beispiel kann man eine Orca-Safari buchen oder schlafen. يوجد على الطريق الأطلسي فندق صغير أنتم الآن ترونه على اليمين. Turn right.
weil wir duschen hier im Auto. Wir halten an duschen. Also heute kann ich nichts mehr machen. Morgen früh wieder. Wir gucken, dass man morgen früh schnell aufsteht. Achso, das ist ja ein Dings. Aber das ist ja nicht der Host. Ah, das ist ja da. Wir sind zweimal die Straße entlang gefahren, weil sie so schön war. So könnten wir die Straße auch von beiden Seiten sehen. لقد قدنا مرتين على طول الطريق لأنه كان جميلا جدا حتى نتمكن من رؤية الطريق من كل الجانبين. Die Atlantikstraße besteht aus 8 Brücken, die über mehrere kleine Inseln verläuft. يتكون الطريق الأطلسي من 8 جسور تربط بين عدة جسور صغيرة. Der Bau kostete von 1983 bis 1989 122 Millionen norwegische Kronen. Für die Finanzierung war die Straße nach der Eröffnung 10 Jahre lang mautpflichtig. Am 27. September 2005 wurde die Atlantikstraße zum norwegischen Bauwerk des Jahrhunderts erklärt. وقد بلغت تكلفة البناء 122 مليون كرونة نرويجية من عام 1983 إلى عام 1989 وخضع الطريق لرسوم لمدة 10 سنوات بعد افتتاحه. في 27 سبتمبر 2005 أعلن الطريق الأطلسي كبناء نرويجي القرن. So, der Parkplatz ist kostenlos, aber man darf dort nicht campen. Es gibt überall Verbotsschilder No Camping. Es gibt beheizte Toiletten und ein Café. Und weil an dem Tag so windig war, haben wir uns entschieden, auf diesem Parkplatz zu übernachten. Gott sei Dank, niemand hat uns weggejagt. موقف السيارات هذا كان مجاني ولكن لا يسمح لك بالتخييم هناك. هناك علامات الحظر في كل مكان ويتوفر هذا الموقف على مراحيض ساخنة ومقهى. وبسبب العاصفة قررنا البقاء في موقف السيارات هذا لكن الحمد لله لم يطاردنا أحد.
schon wieder? Okay. Ich sag nichts mehr. Ich sag wirklich nichts mehr. Die Plastikkrabbe. Die Skulptur ist hergestellt von den Schülern in der 8. und 9. Klasse in der Averroes Mittelschule in Zusammenarbeit mit dem Künstler Eirik Odensson Ska. Das Material ist Plastikmüll, der an den Stränden der Atlantikstraße gesammelt worden ist. لقد تم صنع هذا السرطان البحر البلاستيكي من القمامة البلاستيكية التي تم جمعها على الشواطئ المتواجدة على طول الطريق الأطلسي من طرف تلاميذ المدرسة بالمنطقة بمساعدة الفنان الشهير إيريك أودسون سكار. Thank you.
Wir haben sehr ruhig und schön geschlafen. لقد نمنا جيدا وكان الهدوء يعم كل المكان. لقد استيقظنا في الصباح الباكر لنأخذ الطريق في اتجاه جزر اللوفوتن. Früh aufgestanden. Wir verlassen jetzt die Atlantikstraße und wir fahren Richtung Lofoten. Wir werden bestimmt nicht am Stück schaffen. Ja, wir werden dann halt so ja, in zwei Etappen schaffen. Okay, dann bis später. Am Ende der Atlantikstraße gibt es einen Supermarkt. Man kann dort versorgen und entsorgen. في آخر الطريق الأطلسي يوجد هناك سوبر ماركت قمنا هناك بتمديد وإفراغ البيت المتنقل. So, das war's für heute. Bitte nicht vergessen Daumen hoch, abonnieren auch nicht vergessen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr in den Kommentaren schreiben. Dann sage ich euch Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. لقد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. أرجو ألا تنسوا اللايك والاشتراك. مع السلامة في الحلقة القادمة إن شاء الله.